Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Folge von Medienalfenko. Heute mal wieder bei Minecraft Server 2. Dabei ist der Fake oder Schichenko. Moin moin. Moin moin. Und damit auch moin moin bei mir zu einer weiteren Folge von Minecraft Server 2. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier an, wie es uns jetzt hinten wieder geht. Wir haben es auch gerade schon mal wieder gepaart. Genau. In der nächsten Folge können wir, oder in der darauffolgenden Folge, keine Ahnung, in irgendeiner Folge zeigen wir mal euch, wie das hier funktioniert mit dem Paaren. Also Schafe haben wir schon viele. Ja. Kühe haben wir auch schon, eine kleine Kuh. Mehrere. Mehrere. Zwei kleine Schweinchen haben wir auch schon. Genau. Und ein paar Hühner haben wir auch schon. Und wenn der Käfig dann irgendwann zu klein wird, die lassen den auch so groß, dann töten die sich so gesehen gegeneinander. Genau. Weil jetzt wenig Platz ist, brauchen wir es nicht machen. Genau. Und brauchen dann nur noch Farm. Ja, wir brauchen es halt eigentlich nur noch vermehren. Genau. So, was wollen wir in der Folge machen? Wir wollen jetzt mal wieder zu dem Villager-Dorf gehen. Genau. Mal gucken, ob die was Neues haben da, was wir ausrotten können. Genau. Kann man sagen. Naja, ausrauben. Genau. Sei es jetzt Weizenblöcke oder ein bisschen was von der Farm, sei es Kartoffeln oder sowas. Mhm. Gucken, was die Villager brauchen zum, zum Traden. Genau. Verkaufen. So, ich glaube, das war in die Richtung, oder? Genau. Ui, 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 ui. Ja. So, was nein, ist mir reingefallen. Kunde. Hier so ein Schweinchen. Kannst du töten. Hier ist noch ein Schäfchen. Noch ein Schweinchen töten. Wir töten die Tiere. Da hinten ist auch schon das Dörfchen. Ist schon. Hühnchen! Hühnchen! Eine Kuh! Die Kuh macht. Die Kuh macht. Muh. Ey, komm her! Komm her! Hühnchen. Komm her! Ist Hühnchen tot. Die Küchen wollte nicht zu mir. Noch ein Schweinchen. Schweinchen auch tot. So, weißt du, lass uns erstmal hier reingehen. Das Döffel, ne? Genau. Ein Villager! Was ist mit dem falsch? Das ist ein Kartograf! Ah. Okay. Aha. Was haben wir hier? Was macht der Kartograf, wenn ich fragen darf? Na, musst einfach nur drauf gehen, dann siehst du es. Musst du mit dem sprechen. Jeder Villager halt auch was anderes zum Traden. Mhm. Und wie funktioniert das mit dem Trade? Für den Traden? Machst du einfach Rechtsklick drauf. Auf den Villager. Ah, so. Verrottetes Fleisch. Ein Smaragd. Ein Smaragd. Zweimal Redstone-Staub. Aha. Achso, also mit dem kann man theoretisch gesehen handeln. Genau. Genau, das ist ein Geistlicher hier. Baustand. Bauen wir einen Baustand? Nimm mit. Kann ich nochmal abbauen mit meinem Schwert? Nee, Spitzhacke. Hier sind überwiegend ein Teil nur Kartografen. Ah, da kann man gar nichts. Wir können ja nochmal auf weitere Suche gehen vom Villager-Dorf. Einfach mal irgendwo hin, random hin teleportieren lassen. Wollen wir aber wenigstens in zwei Betten klauen, dass wir dann wenigstens schlafen können, wenn es dunkel ja. wird. Hab im Bett geklaut. Ja, so, dann machen wir mal das. Ja, ich mach mal das Spawn. Kannst dich halt dazu mit TP'en. Mhm. Ich bin glaube ich in einem Villager-Dorf gelandet. Das ist gut. Was ist das hier? Kartentisch, brauchen wir das? Nee. Oh, da ist ein Bett. Das wird natürlich perfekt. Geil. So, na, wie war denn das jetzt sicher? Warte mal den drücken. Zum Schreiben. DP Ask? Nee, wie komm ich noch rein? Überhaupt erstmal. Zum Schreiben. Wo ich DP Ask schreiben kann. Unterstrich. Achso. So, was war das dann? T? P? T P A S K. A S K. Und dann halt mein Name. Also, das habe ich jetzt vergessen. T, P, ist K, dein Leerzeichen und dann mein Name. K, S. Was, T, P, A,
SK und dann Leerzeichen und halt mein Name dann. Jetzt her? TP A S K. Nimm mal an. Der erst. Oder so. Nimm's an? Bin schon dabei. Lagerfeuer. Ja. Aber du kannst es nicht abbauen, richtig. Oh, geil, Karten. Karten sind immer gut. Und ein Kompass. Und ein bisschen Brot. Oh, mal gucken, was wir hier so schönes haben. Wow, ich sehe es drauf. Lagerfeuer kannst du aber leider nicht richtig abbauen. So, es ist Nacht, wollte ich mal sagen. Ja. Ich seh's. Aua. Nehmen wir mal mit. Gleifstein. Brauchen wir eine Pferderüstung? Ach, brauchen wir eine? Ja. Eine Diamanten-Pferderüstung vor allem? Oh, Äpfel. Was ist hier drin? Oh, Kartoffeln. Oh, Kartoffeln. Mit. Ja. Hier. Fichtenholz. Fichtenholz. Habe ich auch. Na, soll ich noch ein paar Setzlinge mitnehmen? Ja, kannst du machen. Dann können wir auch welche einpflanzen. Oh, ein Baby-Villager. Creeper! Hier ist ein Fuchs. Was ist das denn, Golem? Was? Golem ist das, ne? Na, ist ein Golem, ja, aber schlag den nicht. Nicht bis. Das gefällt mir nicht. Nee, du könntest höchstens drei Blöcke nach oben, dich drei Blöcke nach oben bauen und dann könntest du ihn schlagen. Oh, Bibliothekar. Diese Bären. Farm noch hier. Ich hab ein bisschen Weizen noch. Hm. Ja. Also irgendwann geht das dann auf die Nerven. Du sagst es. Nein! Bin runtergefallen. In die Schlucht. Was hab ich jetzt hier? Na toll. Kürbiskerne. Ich schick dir mal kurz eine TP-Anfrage, ich komme hier gerade nicht raus. Man muss mir nur erklären, wie das dann funktioniert. Anfrage. Und dann. Und jetzt? TP accept. TP. TP. Zusammen ja. Ack. Du sagst ja. Zusammen ja. TP A CC. Genau. Gut. Danke. Okay. Ja, dann muss ich mich erstmal gewöhnen. Hast du, wie viele Kartoffeln hast du einstecken? Kartoffeln 12. 12? Ich hab ein paar Fichtensetzlinge. Was großer. Ein paar Kürbiskerne habe ich, 3 Stück. Komm, ja, Kürbiskerne habe ich auch. Gut. Mach dein. Dann geht's ja noch weiter. Ja. Fuchs. Nee, Fresse ist für einen Weizen.
Ah, hier war ich schon. Hier bin ich in die Schlucht reingefallen. Achso. Ich hab nur hier das Feld nicht auseinandergenommen. Das sieht alles mir da so nach Weizen aus. Ich habe noch keine Weizenblöcke gesehen oder sowas. Ich habe alles abgefarmt schon. Weizenblöcke auch? Achso, nie Weizenblöcke? Nee, noch nicht. Oh, noch mehr Kartoffel. Und ein Smaragd. Smaragde sind immer gut. Ja. Was? Das ist ein Waffenschmied. 15 Kohle, 1 Smaragd. Oh, Eisenstiefel habe ich gefunden. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Meine Fresse, was ist das denn hier? Hallo. Dann raus. Braucht man Räucherofen? Nee, doch Räucherofen. Immer mit damit. Will ich behaupten, oder? Der tut ein bisschen schneller durchbrennen alles. Naja, klar. Warum nicht? Was lasse ich jetzt hier? Lasse ich hier den Stein hier. Und ich habe einmal zu viel getippt. Immer zu weit getippt. Ich angewöhne, dass ich auf die linke Seite immer alles rausschmeiße. Na, bis jetzt sind wir ja erfolgreich hier. Ja, bis jetzt haben wir auch gute, gutes Zeug gefunden. Muss man ja mal sagen. Das denke ich nämlich auch. Was tradest du? Weizen und Kartoffeln. Weiße Wolle habe ich noch. Violettes Bett. Oh ja. So, hab mein Eisenkohle getötet. Coole Sache. So, anscheinend haben wir es ja hier durchgeguckt. Oh, warte mal, ich bin hier hinten noch. Hinten ist ja noch. Hinten geht's ja noch weiter. Aber ich glaube, hier warst du schon. Ja, hier war auf jeden Fall schon mal. Jemand. Wo ist leer? Bodenklumpen. Nicht schlecht. Ich habe jetzt ein Lesepult habe ich noch. Ja, kann man mitnehmen. Wenn wir Villager einfangen, können wir damit zum Bibliothekar machen. Mhm. Wir können ja nochmal gucken, ob wir hier irgendwo Bücherregale finden. Ich habe welche gefunden, ja. Pause ab. Das sind genau 6 Stück. Pause ab. Gute Bücher. Was sind denn die jetzt? Die kriegst du bloß als Bücher wieder raus. Der kriegst du bloß nochmal wieder als Bücher raus. Achso, 15 Bücher. 18 Bücher habe ich jetzt insgesamt. Gut. Ja, das ist immer der Nachteil. Du kriegst immer bloß Bücher zurück. Achso. Wie kann ich dann die Bücherregale bauen dann? Geht das? Ja, da brauchst du bloß ein bisschen, da brauchst du bloß Holz. Aha. Holz und Bücher. Brauchen wir später zum Verzaubern. Mhm. Gut. So, gut. Ja. Nun, anscheinend haben wir es jetzt hier durchgeguckt. Oh, was haben wir denn hier? Eigentlich schon. Ich guck nur mal kurz ein kleines Stück außerhalb, ob da noch irgendwo was sich versteckt. Ich glaube, hier warst du. Ja, hier warst du gerade. Ja, dieser Bücherraum hier, normalerweise. So. Ja, anscheinend haben wir alles durchgeguckt. Hier hinten ist ja nicht mehr. So, die zweite Etage war ich jetzt da oben. Stimmt, da habe ich die Bücher abgebaut. Genau. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich das Dorf durchsucht. Würde ich auch sagen. Was ist das hier? Was für ein Farmer? Ach, ein Bauer. Gut.
Du musst dich zurück teleportieren. Everbuch slash home. Achso. So, wenn wir mal alles einsortieren hier in unsere schönen Kisten. Ja, ich bin auch schon dabei. Da ich das jetzt einen Räucherofen haben, werden wir auch gleich mal benutzen hier. Alles was roh ist, packen wir mal da rein dann. Mhm. Brät schneller durch, deswegen. Fressenskiste. Also, ist ja die hier. Weizen. Wir haben nicht direkt der Fressenskiste. Ja. Bin ja immer noch dafür, dass wir irgendwann mal unterirdisch hier weitermachen. Dass wir ein unterirdisches Lagersystem bauen, irgendwann mal. Weißt du? Ja, wenn es so weitergeht, ja. Irgendwann dann mal. So, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Kohle. Haben wir ja genug hier. Und du weißt doch, geräuchert schmeckt alles viel besser. Das ist jetzt Räucherofen hier. Ja. Das Essen geht, geht viel schneller durch. So, naja, gut. Irgendwo Eier schon. Ja. Eier. Einfach alles, einfach, Hochstelltaste und Linksklick. Dann siehst du. Wird es automatisch einsortiert. Also wenn es schon vorhanden ist, wird es auf den Stack drauf gepackt. Wenn es nicht vorhanden ist, wird es einfach in die Kiste reingemacht. Ja. So, zack, zack, zack. So, Kartoffeln habe ich ein paar. Zack. Ach Gott, Schluck auf, zack. Ja, ich werde dann gleich noch das Feld vergrößern, langsam. Ja, das könnten wir so langsam mal aber sicher tun, ne? Ja, es platzt ja bald aus allen Nähten hier. Ja. So, dann kann man in der Zeit mal ein Schwert craften. Wieso, ist deins kaputt gegangen? Naja, geht langsam. Zu Neige. Zu Neige, aber ganz schnell. Ach, ich habe ja da noch ein Schwert. Und dann kann ich ja die Smaragde wieder reinmachen. Ja, die Diamanten, Entschuldigung. So, dann nehmen wir das hier gleich. So, genau. Ja, dann würde ich sagen. Ich fällt jetzt nur noch die Kartoffeln an. Mache das. Ja, würde ich sagen, war es das auch von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns ganz gerne wissen mit einem Däumchen nach oben. Die Leute, die bei mir auf dem Kanal gerade zuschauen, schaut doch beim Fred-Gecko vorbei und guckt euch seine Perspektive an. Wenn ihr wieder so andersrum genauso. Schlafen schnell. Andersrum natürlich genauso. Weil es gerade keine Zombies da. Genau, und ja, abonniert unsere Kanäle, aktiviert die Glocken, um keine weiteren Videos mehr von dem Minecraft-Projekt zu verpassen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.